Unermüdlich geht's weiter, Freunde, hier bei Dragon Ball Z Battle of Z. Oh Mann, ey, letzter Part war hier Mission 31, voll der Hammer, hey, Super Saiyan 2 ganz mitgemischt und irgendwie habe ich ihn ausgetrickst und ja, so kam gar nicht erst ein Zuge und ja, hab vermutlich so irgendwie verhindert, dass er freigeschaltet wurde, aber egal, sind also sicher noch alles dann sehen, wenn es mal soweit ist. Jetzt aber erstmal kommen wir zur Mission 48, der große Gettistein, ihr seht schon, das ist natürlich der große Metallfressentyp, also sprich cooler. Dann Gigantenform und noch zwei Metallkulos und deswegen habe ich direkt mal Son Goku als Normalo dabei. Wegen der Genki-Dama und so, denke ich mal, könnte sicher noch cool werden. Also dann, versuchen wir es mal. Mission 48 gegen den großen Kettistern alias Metallkulia, alias Metallfresse, wie auch immer. Los geht's! Wie bereits erwähnt, haben natürlich alle Charaktere bereits ausgerüstet, offscreen-mäßig. Ist natürlich so viel schöner für uns alle. Und vor allem auch viel actionreicher. Wenn du das Gefühl hast, den Gegner hat die Overhand gegen die Defensive, dann köpft er auf den Metallkurs, zerstört er, regeneriert er sich wieder. Danach muss er dann neu zerstören, also sei vorsichtig. Ja, deswegen an die Genki-Dama. Also, wenn es funktioniert, natürlich die andere Frage. Und da kommt das Siegerteam. Wow. Der hat ein bisschen sehr stark vibriert, Entschuldigung. Mal kurz der Controller aus der Hand gerutscht. Wer sind die beiden Kleinen? Alter! Ja, da können schwierig werden mit Nahkampfangriffen, weil da besser ein Typ gewählt, der auf Fernangriffe spezialisiert ist. Aua! Aber relativ wenig Schaden, dafür dass es so Imba-Attacken sind. Alter, da kannst du noch so gut ausweichen und irgendwie blocken und so, der schmeißt dich weg wie sonst was. Er ist ein bisschen geschwächt. Oh. Schön wär's. Hab ich nicht vor. Gohan, ich hol dich. Wow. Schneller als erwartet. Alter, was für eine Metallfresse, hey. Boah, wie soll ich den bloß klein kriegen? Was ist das? Ich bin hier! Kann er nur. Klar! Mann ey! Oh, Hilfe! Gut gemacht, Gohan! Gut gemacht! Dann geht's auch nicht mehr so gut, wie es aussieht. So, jetzt reißt es mir hier aber langsam. Aua! Was soll denn das? Treffen wir überhaupt auf die Entfernung? Ja, relativ gut. Okay, Freunde, nicht fliegen, dann war doch platt wie sonst was. Okay, times twice! Macht gut Schaden. Hol's zurück! Gohan, beeil dich! Wow. Alter, das kann so nicht weitergehen, Freunde. Wow, der holt uns vom Himmel wie sonst was. Wow, oder vom Boden. Nein, das war gerade. Wow, das war gerade ganz knapp. Das Bein ist ab. Hol ihn zurück. Ja, jetzt schon nicht mehr. Wie jetzt? Beine wieder. Oh. Hilfe! Ach, das meint der Metallkulo Kern. Okay, muss wohl doch. Ja, muss doch ihn angreifen direkt. Ja, doch, da sieht man irgendwie anders. Okay, muss vielleicht. Oder vielleicht doch erst Beine platt machen und dann Richtung Körper angreifen.
Was ist das? Ich meine, den Kern zerstöre! Was irgendwie einfach klingt, als es ist. Wie mache ich das bloß? Boah, voll in Luft erwischt. Leute, holt da jemand? Dankeschön, mein Sohnemann. Ach, auf dich ist Verlass. Das bringt nichts weg da. Vielleicht voll erwischt, wie könnte es anders sein? Ja. Ist ein bisschen nach vorne, Gohan. Ja, Super Vegeta, ist klar. Deswegen auch der ganze Schaden die ganze Zeit, wa? Alter, ich muss unbedingt seinen Kern angreifen. Es geht nicht anders. Sein Kern! Okay, so geht's aber nicht. Ich muss zuerst irgendein Körperteil angreifen und... Wo denn? Wo ist er gar nicht? Alter! Was ist jetzt mit sich los? Alter, was ist denn das gerade? Was ist gleich? Ich war gleich bei ihm! Dann hängt er irgendwie Metallschädel, haut mal ab! Zum Glück haben sie nicht so viel drauf, ey! Was tut mich ab? Was soll ich mich abbrechen? Scheiße, wenn einer drauf geht, Freunde, sind ja K.O. So, jetzt reißt es mir aber langsam mit dir. Ach, weißt du was? Spielt keine Rolle, spielt keine Rolle. Jetzt mach ihn down. Ups. Das war ein bisschen die falsche Kombination. Achso, stimmt, ich brauche volle Energie. Ups, Entschuldigung, mein Fehler. Ich brauche volle Energie. Ich gerät von nah auch schon mal sagen. Ich weiß aber schon noch, wie die Kombination ging, oder? Ah, jetzt! Und falsche Knöpfe gedrückt. Ja, ganz peinlich, weiß. So. Leute müssen ablenken, er darf mich nicht treffen. War jetzt erwischt, aber egal. Ich nach hinten, bin gleich oben, gleich wieder voll! So cooler. Sag adios, amigos. Das war's mit dir. Voll erwischt, aber egal. Es lebe die Genki-Dama. Instant Kill for the win. Mission erfüllt! Yeah, Mann! Das war so geil! Ja, 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 ja! Wir haben es doch geschafft! Alter, am Schluss fast nur die Genki-Dama vergessen, dass wir überhaupt noch im Petto haben! Junge, Junge, war aber ein geiler Kampf, muss ich zugeben, also war echt geil inszeniert und so! Durchaus wieder! Tippi mal 2 Bonus! Also den Kampf würde ich gerne öfters machen, mal ganz ehrlich! Vielleicht sogar am Schluss, wenn wir alle anderen Kämpfe durch haben, so als Abschluss-Bonus-Part? Aber dann aber sicher ohne Genki-Dama, weil er wäre ein bisschen sehr fies. Neue Karte und neue Charaktere. Metallcooler. Wo geht die Stern? Naja, hat es noch ein bisschen mehr erhofft, aber okay. Metallcooler ist doch auch nicht schlecht. Gut, so dazu. Wie geht's jetzt weiter? Dabra erscheint. Unser Super Saiyan. Wir dürfen eigentlich hier alles auswählen. Na klar, Bardock sowieso, Buu darf ich auch. Hey, Buu. Ah, du Scheiße. Okay, gegen Broly. Super Saiyan Broly. Ja, doch eher Dabra. Weißt du was, Broly hebe ich mir für den nächsten Part auf. Jetzt mal hole ich mir Dabra. Na, vielleicht doch mit ein bisschen mehr Power und so, wa?
Das Problem ist auch jetzt hier. Oh, das ist jetzt ein bisschen sehr doof. Gohan geht nicht, ist ja klar, ich muss eigentlich als. Wo ist ein erwachsener Gohan wieder mal nicht da? Mensch, als Kind, ey. Tja, wieder mal typisch. Okay, aber nehme ich mal einen erwachsenen Super Saiyan Son Goku, der bleibt. Der kommt raus. Und zwar gegen, jetzt die gute Frage, ich hole jetzt da rein ins Team. Son Goten? Ja, wieso nicht, wa? Ohne groß aufpowern. So, jetzt nehmen wir natürlich noch dich noch aufpowern. Die Zeit des normalen Son Goku ist vorbei. Jetzt herrscht nochmal der Super Saiyajin. For the win, sagt er dazu nur. Ah, da lacht das Herz, Freunde. Das ist doch supi. Ich weiß wieder mal ein bisschen doof, weil ich das wieder mal onscreen machen muss, sprich, ich sehe das ganz wieder, aber solange es bei einem einmal bleibt pro Part, denke ich mal, ist nicht ganz so schlimm, oder? Das ist gut so, noch eine Sensebohne, sehr schön. Jetzt sind wir hier fertig, so einen guten anderen magischen Bohnen, nö. Okay, der Kampf gegen Dabra möge beginnen! Die Buu-Saga beginnt! Die Sage, die ich immer noch finde, dass meiner Meinung nach die dämlichste Sage in Dragon Ball Z ist. Ganz einfach deswegen, weil es meiner Meinung nach zu viele Ungereimheiten gibt, weil auch Akira Toriyama, der Erfinder von Dragon Ball, hat in dieser Sage am meisten ändern müssen, was er ursprünglich noch gar nicht wollte. Aber dazu erzähle ich vielleicht später noch ein bisschen mehr. Wobei, habe ich schon in anderen Let's Plays gesagt, aber egal. Du. Ist ein Goten voll klein da hinten. Wow, das ist cooler und jetzt ein ganz heißer Typ, ist klar. Mal schauen, macht man nicht gerade viel mit so einer Special Attack. Mal ein bisschen austesten, den guten. Nö, wo ist er hin? Okay, doch stärker als ich dachte. Oder auch nicht. Du hast nichts drauf, Mann. Ausweichen kannst du mehr auch nicht. Tja, nimm's nicht wahr, das Mund, Vegeta. Spucke? Welche Spucke? Ich werde es auch nicht von, zu verachten. Voll daneben. Ups. Naja, fast daneben. Ist klar, Mann! Meteor-Kombi! Ist das gerade geheilt? Na klar, mit so Steiner-Start. Ach, das hat er gemeint. So, wieder frei. Tja, wenn es doch nur im Manga und im Anime auch so schnell gehen würde. Das macht gar nicht packen, wa? Mani! Was ist das denn dem Arsch? So, wieder mal ausruhen. Ja, der hat aber mehr aus, als er dachte. Mach, wo ist er jetzt? Mm. So, na endlich! Gut gemacht, Goku. 1A, muss ich schon mal zugeben. Voll die Mauer zwar. Mann, ey, du bist nicht das erste Mal hier im Battle of Set. Oh. Mein armer Sohnemann. Amadabra, Dämonenkönig. Von Arsch vielleicht, ja. Tja, und ich kann nicht glauben, dass es lange gedauert hat. Dabra ist doch echt
ein Schwächling. Also mal ganz ehrlich, ich weiß, der wurde im Manga-Anime immer so betitelt, als wäre gleich wie Cell, aber kommt mir viel schwächer vor, ganz ehrlich. Hätte ich jetzt eigentlich Doppel-S verdient, aber okay, halt nur Normal-S. So, neuer Charakter, Super Saiyan Son Goku. Jetzt kommt er. Leute, jetzt, ich hätte ihn für den Kampf gebraucht. Meine Fresse, ist das eine Scheiße. Übrigens, nur mal so eine kurze Information. In diesem Spiel gibt es keinen Super Saiyan 2 Gohan. Nur mal so. Also ich hätte genauso wie ich gedacht habe, hey, das sieht doch eher aus wie ein zweifacher Super Saiyan, weil beim Gohan erwachsen muss man aufpassen. Da käme ein Unterschied daran, Super Saiyan hat der zwei Strähnen, eine lange, wie hier, und noch eine kürzere. Das zweifache Super Saiyan hat nur eine lange. Ja, also so ähnlich wie halt auch als Teenager. Und man könnte nicht Abra, na immer noch, wenn es mal einen erwachsenen Gohan. Ja, aber den gibt's ja nicht. Also Ultimate Gohan gibt's, Ultimate Gohan, wie auch immer, aber Super Saiyan 2 Gohan, nö, den gibt's ja nicht. Nein, ist wirklich ein Weltuntergang, aber nur damit ich es mal erwähnt habe. So. Ja, gerne für den nächsten Part auffilmen, die starken Typen hier. Ist das Majin Buu? Die müssen wir eigentlich noch geil. Besiege Super Saiyan Son Goku, obwohl er hier bereits ein Zweifacher ist, mit dem Artwork an. Ich schaffe 3 Minuten, wirkt direkt Teampass für den Part hin. Charakteremäßig überhaupt nichts war. Wo ist eigentlich der Erwachsene Song? Oh, hier ist er. Ist auch ein Unterstützungstipp, okay. Tja, okay, nehmen doch nicht. Das sparen wir dann noch für ein anderes Mal auf. Broly vielleicht? Broly jetzt doch schon? Oh, da kommt er vielleicht nochmal, wa? Vielleicht hier ist das Majin Buu, obwohl das bereits Majin Vegeta. Vegeta vor allem. Da war doch ein Super Saiyan 2 Vegeta noch. Wie es war, so fangen wir mit Broly an. Wir fangen sowieso bis in den nächsten Part gehen. Team her. Naja, fast. Also, wenn ich schon gegen Broly catche, dann direkt auch richtig, wa? Mach den noch mit und dann hier noch. Den hier. Wie sieht's mit. Soll ich auch wirklich noch viel geben? Die gibt ja vielleicht noch eine magische Bohne, okay, aber sonst. Nee, komm, wir schaffen das auch so, kein Problem. Wir schaffen das schon. Wenn nicht, dann kann ich es mir für den nächsten Part aufsparen. Wenn du das Gefühl hast, dein Gegner hat die Oberhand in die Defensive, drück runter mit einem Partnerabstand zum Gegner halten. Ja, toll, aber es ist immer das. Mein defensiver Halten ist ja schön und gut, aber auf lange Sicht bringt das ja nichts. Kennst du die Karte Shenlongs Blendung? Damit bekommst du nach einem Kampf eine Karte mehr. Ist doch geil. Ja, grundsätzlich schon, Bulma. Das hat schon was. Also Shen ist der Schlimmste, aber hat seinen Schülern Tenshin an seinen guten Kampfkünstler ausgebildet. Shen. Achso! Der Herr der Kraniche, so aber natürlich. Super Saiyan Broly. Tiefste Nacht, wie hier gerade auch. Kurz vor 10, die Nachrichten. Überfall der Super Saiyajins. Ja, ich liebe Karotten. Ja, wieso auch nicht? Wie nur in den Pflanzenmännern? Ich glaub's auch. Alter, der scheiß Broly, ey, was der für eine Attacken raushaut. Das ist ja übel, Leute. So, weg hier. Aber die Pflanzen sind auch nicht gerade übel. So, den hätten wir, der erste Pflanzmann, schon wieder. Weiter Gegner, war klar. Wie viel kommt er noch? Erstmal die Pflanzen, mein Noppla hat machen. Du. Banzai!
Kuckuck, du warst im Hinterhalt, Bums! Weiter Gegner, wieso denn? Was soll denn Pflanzmänner hier? Das war knapp, zum Glück war gerade in der Nähe, hey. Wie jetzt? Hat rausgewichen! Mann, ey, so ein Arsch! Klar, bin tot. Wohin? Bist du gerade in der Nähe irgendwo? Nö, der ist da vorne irgendwo. Ja, und auf eins wie die Fliegen. Okay, ich sehe schon, mach er zuerst dich, Blattbroli. Meine Fresse, bist du... Arsch mit Ohren. Macht er gar nichts, also Fernangriffe. Okay, nichts gesagt. Hat doch ein bisschen was, aua. Mann, jetzt bleib mal stehen, Broli. Geht doch. Dämlichen Pflanzenmänner, ihr hasst euch! Broly ist gleich down, Broly ist gleich down! Das war's mit Broly. Oh. Nein! Bin nicht jetzt, das wollte rein von dem nächsten Part. Ah, scheiße. Nö. Jetzt haben wir ein paar zu beenden. Scheiße. Freunde, ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Dragon Ball Z Battle of Z, wo uns Broly dann mal richtig so schön in die Fresse hauen wird. Ist das Leben nicht schön? Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Scheiße.